Wilchenau FM aktuell. Ja, wir sind die Food Coop Wilchenau. Das ist eine Lebensmittelkooperative. Das Konzept gibt es in anderen Regionen auch. Und wir haben das im Februar dieses Jahres in der Wilchenau gestartet. Da geht es darum, dass Mitglieder, also wir sind ein Verein, man kann Mitglied werden, und kann dann von Bauern und Bäuerinnen aus der Region die Lebensmittel bestellen. Wir haben aktuell 56 Mitglieder. Wir haben eigentlich nach der Gründungsversammlung haben wir schon 40 Mitglieder mit im Boot gehabt. Direkt an diesem Tag haben wir 40 Mitglieder gehabt. Seit März sind wir jetzt nach und nach ein bisschen mehr geworden, sodass wir jetzt aktuell 56 Mitglieder sind. Und es ist unterteilt in aktive und passive Mitglieder. Dementsprechend richtet sich auch der Mitgliedsbeitrag. Und wir haben ungefähr um die 30 aktive Mitglieder und die restlichen sind passive Mitglieder. Also Regionalität ist ja sowieso schon seit Jahren total im Kämmer wieder. Und deswegen haben wir mit sowas, glaube ich, ein bisschen einen Nerv getroffen vielleicht auch. Ja. Meinen die drei tüchtigen Frauen der Food Coop Lebensmittelkooperative Wilchenau, die am Sonntag in Oberau im Rahmen eines kleinen Erntedankfestes der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Auch Bürgermeister Hannes Eder, der seitens der Gemeinde dieses Projekt unterstützt und auch den Initiatoren dankte, ist von der Idee überzeugt. Also das ist ein sehr interessanter Ansatz, den die Food Coop Wilchenau da gegründet hat. Und inzwischen hat sich der Verein ja schon mehr oder weniger etabliert. Und es gilt da schon ein ganz großer Dank an die Proponenten von der Initiative, also die Ann-Kathrin, die Katharina und die Lisa ganz vor dran, die das aus der Taufe gekommen haben und ein Konzept, das in vielen anderen Regionen und auch Städten schon gut funktioniert, auch in die Wilchenau eingebracht haben. Und es gibt noch Luft nach oben, meint Bäuerin Bettina Holzer. Ja, also es war super, wenn noch ein paar Mitglieder dazukommen, dass es ein bisschen mehr wirst. Aber im Großen und Ganzen nehmen sie es bis jetzt ganz gut um. Die Hauptkulturen sind natürlich Tomatenkuchen, Paprika, Auberginen und also im Fohlenhaus und im Freiland Kartoffeln, Salate, Krautkopf. So der Schwäucher Seppenbauer Peter Wimmer. Wie funktioniert nun diese Lebensmittelkooperative im Detail? Der Rhythmus von unserem Verein, der läuft so, dass man bis Dienstag Mitternacht bestellen kann über unsere Online-Bestellplattform. Das können eben nur Mitglieder machen, die kriegen da Zugangsdaten, sehen dann aber wie viele Produkte und was für die Produkte das gerade online sind, bestellen bis Dienstag Mitternacht. Am Mittwoch in der Früh kriegen die Produzenten die Bestellliste, können das zusammenrichten und dann bis Freitag Mittag liefern. Und am Freitag von 3 bis 6 ist dann Abholung, da ist der Raum offen, es gibt einen Raumdienst, eine Person, die was schaut, dass da alles läuft. Genau, da kriegt man dann halt das Kiste an, nimmt das mit heim und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Den zurzeit passenden kirchlichen Erntedanksegen erteilt der Pfarrer Paul Rauchenschwandner. Während sich Kinder an biologischen Bastelarbeiten erfreuten. Eine überaus sinnvolle Initiative von sehr engagierten Wilchenauer und Wilchenauerinnen, die sich jederzeit über neue Mitglieder freuen. Mein Hochtal, mein Radio. Wilchenau FM. Wilchenau FM.